Für die Installation eines Purity-Neufilters benötigen Sie den Druckbehälter inklusive der Filterkartusche, den Druckbehälterdeckel und einen Wassereimer. Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Trittlaschen des Druckbehälters und drehen Sie diesen, bis die Mantelgriffe über den Trittlaschen stehen. Entfernen Sie die rote Transportkappe der Filterkartusche. Achten Sie auf korrekten Sitz des O-Rings. Scannen Sie den QR-Code auf der Filterkartusche und richten Sie die Erinnerung für den Filterwechsel ein. Die dafür notwendige App können Sie kostenfrei auf unserer Homepage, auf Google Play oder im App Store herunterladen. Setzen Sie den Deckel auf und drehen Sie diesen bis zum Einrasten. Schließen Sie zunächst den Filter mit den passenden Schläuchen an. Für die Handbrause und die Phrasenablöschung wird kein gefiltertes Wasser benötigt. Füllen Sie den Servicepass aus und kleben Sie diesen am Gehäuse auf. Die Purity-Filterkartusche ist nach Erreichung der angegebenen Kapazität, den Angaben des Maschinenherstellers oder spätestens 12 Monate nach Inbetriebnahme auszutauschen, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt. Bestimmen Sie die lokal vorherrschende Carbonathärte und die Gesamthärte. Bei Systemen ohne MAE entnehmen Sie die zugehörige Kapazität und den korrekten Bypass bitte den Kapazitätstabellen in der Bedienungsanleitung. Programmieren Sie die MAE oder gegebenenfalls den Flowmeter. Stellen Sie den Verschnitt entsprechend der Anwendung und der ermittelten Carbonathärte am Filterkopf ein. Achtung! Die Verschnitteinstellschraube darf nicht über den Anschlag hinaus gedreht werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Stellen Sie den Eimer bereit. Legen Sie den Filter auf die Seite. Öffnen Sie nun das Spülventil, dann das Zulaufventil am Filterkopf. Halten Sie dabei den Spülschlauch fest und spülen Sie 10 Liter Wasser ein. Schließen Sie das Spülventil und entleeren Sie den Eimer. Stellen Sie den Filter hin. Öffnen Sie vorsichtig das Spülventil. Halten Sie dabei den Spülschlauch im Eimer fest und spülen Sie erneut 10 Liter. Schließen Sie das Spülventil. Tragen Sie das Datum der Erstinstallation auf dem Etikett des Filtergehäuses ein. Purity ist betriebsbereit.